Während sich hunderte von Popstars-Bewerbern vor dem Frankfurter Lofthaus schon mal warm machen und der Warm-Upper das Beste aus ihnen herausholt, macht sich die Jury auf den Weg zu ihrem dritten Casting, um zu sehen, welche Talente es in dieser Stadt zu entdecken gibt. Die Stimmung kocht. Unterdessen kommen die No Angels müde, aber gut gelaunt im Hotel der Jury an, um den Casting-Kandidaten später eine Überraschung zu bereiten. Auch die No Angels ziehen los, um zusammen mit der Jury im Popstars-Bus zur Casting-Location zu gelangen. Ein aufregender Tag auch für sie. Das ist unser Jörg, das ist unser Jörg. Und dann kam ich da morgens an und auf einmal standen da hunderte von Mädels vor der Tür. Und ich habe mich voll erschrocken. Ich dachte, was ist denn hier los, bitte? Voll die Versammlung. Und alle am Singen und gestikulieren. Und ich stand nur da und ich wusste jetzt nicht, soll ich jetzt gehen? Und das dauert doch voll lang. Und ich kann auch nicht so lange meine Tochter mit der Jojo alleine lassen. Und dann, na gut, jetzt bist du da, jetzt bleibst du auch da. Und ich weiß halt nur, dass ich mich hingestellt habe und... Und ich war super nervös, als ich dran war mit dem Singen. Ich war total aufgeregt. Und ich habe gedacht, ich könnte keinen Ton rausbringen. Einfach weil dieser Druck so groß war, dass man sich in so 20, 30 Sekunden präsentieren muss. Manche halten das auch nicht aus, glaube ich. Man sagt am Anfang, ich meine, man wird gefragt, könnt ihr euch vorstellen, alles hinter euch zu lassen? Man sagt wirklich schnell ja. Man sagt wirklich, wirklich schnell ja. Aber was es im Endeffekt bedeutet, ist, du lässt wirklich alles hinter dir und du hast... so harte Arbeit und es ist wirklich ein Job, der dich mit Haut und Haaren einnimmt und da musst du 100 oder 120% dahinter stehen können, sonst packst du es nicht. Ja, du musst wirklich bereit, alles dafür zu geben, weil das andere Leben bleibt einfach wirklich an der Seite. Und das natürlich hat auch keiner von uns gewusst. Natürlich haben wir auch von vornherein ja gesagt, aber keiner wusste, dass es wirklich so extrem sein wird. Die Menge singt und wartet. Glauben, auch wenn man vielleicht manchmal das Gefühl hat, so vielleicht klappt es jetzt doch nicht. Man soll immer an sich glauben und einfach Spaß dabei haben, weil das ist das Einzige, was du da mitnehmen kannst. Spaß und Erfahrung. Ja. Aber auch sehr ernst nehmen und Energie für den nächsten Tag schöpfen. Für den Recall. Okay, dann fahrt einfach los, wenn wir los. Mit die Überraschung aber gelingt, müssen die Popstars der ersten Staffel, Nadja, Jessica, Lucy, Vanessa und Sandy, in einen etwas unauffälligeren Wagen umsteigen, um von der Menge unerkannt bei der Casting-Location ankommen zu können. Denn der Popstars-Bus verursacht immer ein großes Aufsehen. Und da kommt die Jury. Detlef D. Soest, Alex Christensen und Noah Zoe werden begeistert von der Menge begrüßt. Am Hintereingang treffen unterdessen die No Angels unentdeckt und unerwartet von der Menge ein. Die Teilnehmer wissen nichts von ihrem Glück, ihren Idolen und Vorbildern so nah zu sein. Und während sich die No Angels hinter dem Rolltor bereithalten, rocken die Jury und unsere Helden von morgen die Bühne vor dem Rolltor. Pass auf, wir haben eine kleine Überraschung für euch und diese Überraschung haben wir in keiner anderen Stadt. Und diese Überraschung kommt jetzt mit einem riesen Applaus. Kötzen!
Begeistert von der überwältigenden Stimmung begrüßen die No Angels die tobende Masse und erinnern sich daran, wie es im letzten Jahr für sie selbst war. Zeit gefunden und hier zu sein und wir sind super, super, super aufgeregt, weil für uns ist fast ein Jahr, wo wir da standen und ich gebe es mal an den Frankfurter am besten. Hallo Frankfurt! Geht's euch gut? Zeigt ihr denen auch, was ihr könnt, ja? Ja, ich hoffe, ich glaube an euch. Ja, wir sind super froh, hier zu sein und endlich mal wieder in Frankfurt. Gebt alles! Macht Party! Alle, die gut sind und die alles geben, die sollen auch wirklich weiterkommen. Okay, danke schön. Wir sehen okay, uns noch. Okay, ich sag einfach auch viel Glück. Und hören zu! Also ich mach mir gerade in die Hose für euch. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt. We'll be watching you. Und dann beginnt der Ernst eines jeden Castings. Die Kandidaten betreten den Castingraum. In derselben Zeit reißen sich die Presseleute um die No Angels. Doch davon bekommen die Teilnehmer nichts mit. Sie sind ohnehin zu aufgeregt, um überhaupt etwas mitzubekommen. Deshalb wird alles noch einmal ganz genau erklärt. Dann kommt ihr hier in Fünfergruppen nach vorne, der Reihe nach, singt dann hier kurz vor. Stellt euch nicht nochmal extra vor und sagt uns nicht, welchen Song ihr singt. Das werden wir, so Gott will, merken, wenn ihr anfangt zu singen. Ja? Die meisten Songs kennen wir auch, also das ist nicht das Problem. Wenn ihr dann hier fertig seid, bitte bitten wir euch, dort rüber auf die Stühle sich zu setzen, in der gleichen Reihenfolge. Die Länge und die Dauer eures Auftrittes hat nichts zu sagen über unser Urteil. Es kann sein, dass wir jemanden, der Mörder singt, sofort unterbrechen und sagen, danke, das reicht. Also lasst euch davon nicht erschrecken. Hier geht es um Entertainment und um Show. Also es wäre ganz schön, wenn ihr euch so ein bisschen bewegt. Wir stehen hier schon relativ ratlos rum und es ist angenehm, wenn irgendjemand hier aus sich rauskommt. Weil das gehört eben dazu. Mittlerweile sind die No Angels auf dem Weg, um noch jemanden zu überraschen. Ja, die No Angels, klar, eine klasse Girlgroup. Die Mädels sehen gut aus, kennen super singen, keine Frage. Bamdad, der auch zum Casting gehen möchte, wird von Nadja, Jessica, Sandy, Lucy und Vanessa abgeholt. Da freut sich nicht nur Bamdad, sondern auch die kleinen Schwestern des Architekturstudenten. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird da getestet. Rein. Also, stay tuned. Is just to take these lies and make them true somehow. All we have to see is that I don't belong to you and you don't belong to me. Yeah, yeah, freedom, I won't let you down. So please don't give me up. Gotta have some faith in my sound. It's the one good thing that I got. I won't let you down. So please don't give me up. Und Bamdad, die würde ich auch gerne einladen. Danke an euch. Baby, think twice for the sake of our love, for the memories.
that was you and me. As around the sun the earth knows she's revolving, and a rosebud snow to bloom in early May. Für die No Angels ist es nun Zeit zu gehen. Sie haben heute noch einmal den Tag erlebt, der im letzten Jahr wohl zu einem der wichtigsten Ereignisse ihres Lebens zählen dürfte. Den Casting-Tag. It make me wanna leave the one I'm with. Start a new relationship with you. See what you do. Thinking about a thing that a way that... Das sind doch die No Angels. Wo sind die Engelchens? Engelchens. Engelchen. Schon mehrere Male haben sich die beiden Popstars-Bands getroffen. Und auch wenn viele annehmen, dass zwischen ihnen Konkurrenzdenken herrscht, das Verhältnis zwischen den No Angels und Brosis ist herzlich. Also es ist genauso wie wenn man, wenn wir jetzt halt eben irgendwo reinkommen, wo irgendwie alles neu ist und unsere große Schwester ist da. Für mich ist das halt eben wirklich bildlich, weil meine große Schwester ist auch meine große. Ich habe ja auch wirklich eine große Schwester. Und es ist immer gut, jemanden da zu haben, der sich halt eben schon so ein bisschen auskennt, mit dem man so ein bisschen vertraut ist. Und deswegen, wir freuen uns eigentlich, dass die No Angels auch da sind. Und die haben ja auch direkt eine Kabine neben uns. Brosis hat sich heute im Zenit in München eingefunden, um sich das Konzert der No Angels anzusehen. Sie sind ein wenig aufgeregt, denn zum einen stehen sie irgendwann selber vielleicht genau auf dieser Bühne, zum anderen trifft man die No Angels ja nicht alle Tage. Könnt ihr euch mal bitte diese Bühne angucken? Kannst du da mal bitte draufhalten? Gehst du mal an? Ey, und wenn wir uns vernünftig anstellen, werden wir uns auch machen. Weißt du, was das heißt? Ey, das ist mega, das ist mega. Wo sind die noch Angels? Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Ja, ja. Während sich Brosis noch ein wenig umsehen, versammeln sich vor der Halle die ersten No Angels Fans, die bis zum Einlass tapfer in der Kälte warten. Ein paar Fans haben sich auch schon die Namen der neuen Popstars Band aufs Banner geschrieben. In der Zwischenzeit werden die letzten Checks für Licht und Ton durchgeführt und die Aufbauarbeiten beendet, sodass es bald losgehen kann. Feis, Hila, Indira, Ross, Giovanni und Shaham nähern sich dem Backstage-Raum der No Angels. Und als es dann soweit ist, ist die Freude auf beiden Seiten groß, denn bislang kannte man sich nur vom Fernsehen. Der Einlass beginnt und schnell versuchen die Fans die besten Plätze ganz vorne an der Bühne zu ergattern, denn alle wollen ihren Idolen ganz nah sein. Indira, wie fandest du denn die Probe von dem? Voll, von dem? Voll krass, ey. Ich bin voll begeistert. Ich meine, es ist so krass, also ich muss sagen, ich glaube, ich kriege jetzt Verdauungsschwierigkeiten mit der Banane. Beiß mal ab, die schmeckt krass. Also eine krasse Nummer. Ich meine, ich kenne die ja nur vom Anfang an, aber ja, also ich kenne sie von Anfang an und ich meine, es ist halt echt krass, weil ich habe sie noch nie live gesehen und live, die sind so krass und vorhin war nur Soundcheck. Und vor allem das war krass und krass. Mhm. Und abweisen und krass. Mhm. Ich bin voll froh, dass ich hier sein kann und ich hoffe, dass ich auch alle Solos sehen kann. No. Ich glaube, wir haben voll einen geilen Humor. Brosis scheinen sich gut mit den No Angels zu verstehen und man tauscht Erfahrungen aus, die jeder von ihnen mittlerweile schon gemacht hat. Moment, was ist mit dem Video? Ja.
Videodreh gehabt. In Schweden, ja. War eine geile Sache. Ja, und es war auf jeden Fall, es war richtig geil. Am Anfang waren wir alle so geil fit und sahen alle noch irgendwie richtig gut aus. Ja, ja. Und dann so nach 12 Stunden, ganz genau, irgendwie wurde es irgendwie immer schlimmer. Und irgendwann war der einzige Ansporn nur noch so, wow, ey, es geht hier um unser erstes Video. Und so, und dann haben wir uns alle echt zusammengerissen, Arschback zusammengeklebt und dann haben wir einfach weitergemacht. Und der Regisseur, der geile Patrick, hat gesagt, nach was Gutem aus. Jeden Tag was, ist jeden Tag was. Mhm. Interviews, Shooting, Auftritte. Und also teilweise sind viel zu viele Sachen. Also es gibt sehr viele Sachen, die wir gar nicht machen. Weil es einfach zu voll ist. Das heißt, es ist einfach alles voll. Ja. Fast die ganze Halle ist bereits gefüllt und voller Spannung werden die No Angels erwartet. Okay, komm, Brosis, wir müssen jetzt gehen. Wir müssen die Frauen alleine. Für Brosis ist es an der Zeit zu gehen. Vor dem Auftritt braucht jeder noch ein wenig Ruhe. Das waren die No Angels. Ich stehe auf die No Angels, auf ein No Angel, auf ein Engel. Als die Mitglieder von Brosis zu den Plätzen im Publikum gehen, werden sie mit einem tollen Applaus von den Fans der No Angels begrüßt. Eigentlich hatten sie nicht erwartet, so einen Empfang zu bekommen und sind von der Begeisterung der No Angels Fans mehr als erfreut und gerührt. Gebackenen Bandmitglieder werden wie richtige Stars empfangen. Und damit sollen sie nun umgehen. Gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Doch zunächst genießen Brosis das Bad in der Menge. Und dann beginnt das Konzert der No Angels. Long way, but I've never been this far.
see the world with my eyes. Never did I know. I'm gonna find a way, no matter what they say. In the rivers of joy. Ross, Giovanni, Shahem und die anderen Kollegen verfolgen das Konzert in Ruhe vom Seitenrand der Bühne. Bald müssen sie sowieso gehen, da auf sie noch am selben Abend Proben für die eigenen Promotion-Auftritte warten. Brosis ist von der Professionalität des Auftritts beeindruckt. Und dann treffen sie Dee, der für beide Gruppen eine wichtige Rolle in Sachen Tanz und Bühnenerfahrung spielt. Und jetzt kommt When the Angels Sing. Mitglieder von Brosis müssen jetzt wirklich los. Auf dem Weg zum Ausgang verabschieden sie sich noch schnell von ein paar Zuschauern und gespannt denken sie an ihre eigene Zukunft. Angels sind der vorletzte Act für Brosis. Die Band muss jetzt zurück zu ihrer Garderobe. Jeden Moment können sie abgeholt werden. Doch zum Glück steht davor ein Fernseher, auf dem der Auftritt der Angels übertragen wird. Denn den wollen sich Brosis nicht entgehen lassen. Do you know what it is?
unsere Vorreiter, unsere Wegbereiter. Die haben wir richtig lieb. Und es öffnet mir das Herz, wenn ich die jetzt performen sehe. Es ist echt geil. Während die No Angels schon fast